Willkommen zurück, meine lieben Zuschauer, bei Yoshi's Island. Und wir sind im Endspurt für Welt 2. Nur noch zwei Level warten auf uns. Und dieses hier nennt sich da Lucky Two's Hinterhalt. Ja, er muss zurückschlagen, nachdem wir all seine Ersatzwolken mehr oder weniger zerstört haben. Und dicke, fette Shy Guys. Das muss allerdings wirklich schmerzhaft sein. Normalerweise hätte ich ja gesagt, Yoshi ist das gewöhnt. Aber diese Rieseneier, ja, die sind dann doch ein bisschen gefährlicher. Übrigens, was die können... Ja, die kann man sich wunderbar ins Regal stellen oder auch als Deko in eine Vitrine. Aber eigentlich sind sie dafür gut, dass man damit ein Erdbeben auslösen kann. Ja, das zeige ich euch gleich. Das ist recht praktisch. So, hier erschaffen wir kurz eine Brücke mit Zauberei. Das ist unglaublich toll. So, noch kurz die roten... Na, nur Moment. Das müsste sogar mit denen ganz gut gehen. Genau, haha. Das ist für solche... Für diese Shy Guys, die sich gerne mal im Eifer des Gefechts aus dem Staub machen wollen, ist das richtig toll. Also so... Nein, du bleibst da, du bleibst da. Okay. Deswegen kann man nie genug von diesen großen Eiern haben. Wobei diese Shy Guys doch eher ein bisschen auf ihre Linie achten sollten, glaube ich. Das ist auf Dauer nicht gut für die Gesundheit. Nicht, dass es sie stören würde, sie sind immerhin rot. Ne? Und rot ist ja auf dem Stimmungsbarometer der Shy Guys schon... Ja. Das ist auch übrigens sehr geil, müsst man darauf achten. Wenn Yoshi das große Ei nimmt, dann hat er diesen Blick drauf, den er auch drauf hat, wenn er diese LSD-Fuzzies ist in dem einen Level. Das ist so großartig. Ja. So, Moment, jetzt habe ich gar keine. Habe ich noch kleine Eier? Nein, ich habe nur noch große Eier. Oh Mann, wenn man das Video nicht guckt und das hört, das muss extrem komisch sein. So, einmal das da. Da haben wir noch Sterne. Sehr schön. Da haben wir ja gleich schon 30. Und den Schlüssel nehmen wir auch noch mit. Da war ja eh noch eine Tür auf dem Weg. Kurz das nochmal einstampfen hier. Ja. Das Level hier kann ich mich auch noch sehr gut erinnern. Das ist mir alles im Gedächtnis geblieben. Ich glaube, ich habe das Spiel so oft durchgespielt, dass normalerweise müsste ich mich am meisten noch erinnern. So, machen wir kurz noch die Bonus-Stage hier. Gucken, was wir hier noch Schönes haben. Ach ja, der Goldregen. Der ist ja sowieso easy. Ich finde, Baby Mario sollte noch dabei sein und den Gegner mit irgendwas bewerfen. So, damit es fairer wird. Ich weiß nicht, das hätte irgendwie was. Was willst du eigentlich mit den Münzen? Geh mal weg. Du hast keinen wichtigen Auftrag. Du willst einfach nur rumtrollen. Das sagt auch schon dein Gesichtsausdruck. So. Wobei es ist schon unfair, ist ich mit meinem Flatterflug... Aua! Du musst mir nicht gleich ins Gesicht treten. Und da musst du auch nicht gleich irgendwelche epileptischen Anfälle haben. So. Nein! Nein, geh weg! Ja, das gewinne ich trotzdem. Das ist wirklich einfach hier. Das kann man eigentlich gar nicht verlieren. Okay. Nein, das habe ich gewonnen. Und ein Maximum an Eiern. Das ist sehr schön. Ich weiß ja nicht, wie teuer Eier inzwischen sind, aber so eine Eierpackung so auf Vorrat zu haben, kann ja gar nicht so schlecht sein. So, dich werfen wir einmal durch die Welt durch, weil das lustig ist. So, okay. Guck mal hier nochmal. Hier war, das hatte ich eh schon zerstampft. So, damit hätten wir den oberen Teil erledigt. Das heißt, ich kann jetzt hier diese Boxen einsammeln. Das kann ja nicht schaden, nochmal ein rotes Ei dabei zu haben. Weil man weiß ja nie, irgendwann kann es mal sein, dass wir keine Sterne mehr haben und dann so ein Ei da... Ist ja gerade durch die Welt gefallen. Warum auch nicht? Kann passieren, wenn man sich nicht konzentriert. Auch Gegner sind vor Bugs nicht gefeit. Die müssen da genauso drauf achten wie der Spieler. Aber naja, so. Hier müsste noch irgendwas drin sein. Genau, noch eine rote Münze. Oh, ich liebe diese wunderbar tolle Umgebung. Ich weiß nicht. Das ist einfach diese unglaublich... Das kommt mir gerade alles in die Erinnerung. Ich hatte damals echt einen Kumpel gehabt, mit dem ich halt dieses Spiel mal... Moment. Ach, das ist glaube ich nur für die Münzen hier. Ja. Ich habe einen Kumpel gehabt, mit dem ich das so gesuchtet habe, dieses Spiel. Und wir wollten halt einfach... Moment. Dieser komische Epilepsie-Shy Guy, der gerade wegfliegt, braucht dringend eine Behandlung mit Eiern. Ach, schaffe ich nicht mehr. Er ist durch die Wand geflogen. Immer betrügen, die Gegner. Kenne ich noch so Leute, die gerne betrügen. Okay, da kann man, glaube ich, genau hier hoch. Ja, ich habe mit meinem Kumpel damals immer versucht, die 100% zu bekommen. Aber irgendwie sind wir damals gescheitert. Ich glaube, wir waren einfach nicht skilled genug dafür. Oder ich weiß gar nicht, ob wir es geschafft hatten. Doch, wir hatten es sogar geschafft. Kann ich die Raketen eigentlich auch verschlucken und zu Eiern machen? Das hätte irgendwie was, wenn die dann zu Raketeneiern werden. Nee, werden sie leider nicht. So. Kann ich da reingehen? Ah ja, da kann ich rein. Dann komme ich auf der anderen Seite wieder raus. Übrigens, diese bunten Shy Guys, die... Ja, da durch die Gegend... Oh, das muss schmerzhaft sein. Wobei, die Fettschicht schützt wahrscheinlich. Diese bunten Shy Guys, die kann man anschießen. Und wenn man das oft genug macht, dann kriegt man extra Leben. Ich glaube, mehrere sogar. So. Waren hier rote Münzen? Nee, hier sind keine roten Münzen, sondern normale Münzen. Und...
Ja, die könnte ich vielleicht mal kurz töten. Wer weiß, ob sich das nicht lohnt. Genau, für so ein paar Sternpunkte. Ich habe eh schon 30. Egal. So. Die haben eine sehr geniale Laufanimation, diese dicken Scheißgeist. So, ne, da gehen wir noch nicht rein. Ah ja, da brauchen wir ein großes Ei. Gut. Das auch ich. Das ist Blume Nummer 3. Kann es sein, dass wir noch Münzen fehlen? Ich habe erst 9. Ich weiß es nicht. Wir gucken einfach mal. Habe ich Säulen ausgelassen? Ich glaube eigentlich nicht, ne? Ne, sollte passen soweit. Gut, dann gehen wir mal weiter, weil hier geht es in die nächste Ebene. Ach so. Na, hier kommt noch so ein kleines lustiges Tetris-Minispiel. Nein, 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 nein. Ich will nicht wieder unnötig sterben. Ich bin schon oft genug gestorben heute. Ja, zweimal. Das reicht schon. So. Da muss ich... Genau, da muss ich hoch und dann schnell hier rüber. Zwei rote Münzen. Genau. Ich glaube, die kann man auch nicht wiederholen, wenn man das verkackt. Deswegen war das ganz wichtig. So, komm auf der anderen Seite wieder raus und... Ich mag auch diese Farbgebung von dem Spiel. Das ist irgendwie so... Das ist beruhigend. Ich glaube, dieses Spiel ist extra so ausgelegt, um den Spieler zu beruhigen. Ne? Deswegen tötet man auch die ganze Zeit irgendwelche Gegner mit Eiern. Das ist irgendwie... Das ist wahnsinnig... Das gibt einem eine wahnsinnig starke Genugtuung. Wobei ich glaube nicht, dass das der Sinn dahinter war. Moment, da kann ich drauf und dann auf die Wolke. War hier noch irgendwas? Ach ja, da ist noch so ein lustiger... Farbscheiger. Seht ihr das? Der kackt dann Münzen, allerdings. Ja, jetzt ist er weg. Wenn man das, ich glaube, 3 oder 4 Mal macht, dann gibt er einem ein extra Leben. Weil er halt einfach mal übelst sozial ist in der Hinsicht. Es gibt halt auch Scheigeis, die helfen dann auch mal. Vielleicht, weil sie es einfach leid sind unter. Wow! Dieses Maiskorn! Kommst du woher, Mario? Das kam gerade echt unerwartet geflogen. Okay. So. Mit den Säulen. Ach ja, hier war diese Megasäule, ne? Und so wie ich mich recht entsinne, war da auch eine Münze drin. Naja. Nee, ich bin da immer ein bisschen vorsichtig, nicht, dass ich da gerne was verpasse. Das heißt, da einmal das... Moment, mache ich erstmal das? Ja, ich mache erstmal das hier. So. Das stampfen wir einmal in den Boden. Da ist noch eine fleischfressende Pflanze. Bei Sternen habe ich, glaube ich, gerade genug. Was haben wir denn hier Schönes? Stimmt, irgendwie nur was Unnötiges. Dachte ich es mir. Oh, jetzt habe ich mein rotes Ei verschwendet. Nee, das war kein rotes Ei. So, ein Leben. Und... Ja, gut. Stern. Ach, wir brauchen sogar Sterne. Dann passt das ja sogar. Okay. Ich glaube sogar, dass es von jedem Gegner... Oh, ein rotes Ei. Das war natürlich geplant. So. Einmal da rein. Ich glaube, dass es von jedem Gegner oder von den meisten Gegnern im Spiel dann wirklich eine Boss-Version gibt. Weil Kamek da nicht wirklich kreativ genug war, eigene Gegner zu schaffen. Moment, gehe ich erstmal da rechts so. Und weil halt auch die finanziellen Mittel wieder nicht gereicht haben. Ne? Das hatten wir ja schon mal geklärt. Da muss man halt einfach dieses illegale Zeug benutzen. So, hier kann man einmal über diese Wolken rüber. Da war, glaube ich, dann noch irgendwas. War hier irgendwas? Genau. So, die roten behalten wir mal. Und ein Scheiter. Haha. Sehr schön. Ein Geheimgang. Ja, mittlerweile... Oh, nee. Oh, nee. Okay. Ja. Ich weiß es nicht. Auf gutes Gelingen. Okay. Waren hier noch rote Münzen? Ich schieße da mal zur Sicherheit. Ich glaube, die Münzen habe ich mitgenommen. Das müsste es eigentlich gewesen sein. Ich glaube, der Scheiger da oben rechts hat eine Art Diät gemacht und darf so lange nicht aus seinem kleinen Kämmerchen da raus, bis er abgenommen hat. Das ist natürlich die drastische Methode, aber warum nicht? Oh, jetzt habe ich ihn wieder ausgespuckt. Ja, der war mir dann doch irgendwie zu fettig. Okay. So. Das einmal eingesammelt. Da ist auch noch so eine Säule. Ich wette, dass da noch eine rote Münze drin ist. Ich werde das mit Sicherheit nochmal überprüfen. Wie viele fehlen denn noch? Mir fehlen noch 2 rote Münzen. Wie mache ich mir Sorgen? Da ist noch eine. Und wette mir, hier ist auch noch eine drin. Naja, ich kenne die Entwickler. Gucken zur Sicherheit einfach mal. Was haben wir da? Ja, genau. So, jetzt fehlt uns nur noch eine Blume, fehlt uns noch. Okay. Wenn man es halt wirklich im Easy-Mode haben möchte, kann man auch einfach mal so eine Lupe benutzen. Allerdings braucht man nicht wirklich. Man sieht es halt auch so. Wobei ich das als Kind... Das lag wahrscheinlich an unserem miesen Fernseher. Damals, die ganzen Spiele liefen ja noch auf den wunderbar großartigen Röhrenfernsehern. Ach ja, die gute alte Zeit. Das ist genau wie die Röhrenmonitore. Das war großartig, wenn man so einen 19 Zoll Röhrenmonitor hatte damals. Vielleicht hatte einer von euch auch mal so ein Ding. Das war großartig. So ein Ding ins Zimmer zu transportieren war immer ein Pain in the Ass, um es mal nett auszudrücken. Ja.
Ich habe so einen Fernseher immer noch bei mir in der Wohnung stehen. Einfach damit ich Super Nintendo Spiele noch spielen kann. Es ist nämlich so, dass auf meinem... Da ist die letzte Blume. Sehr schön. Es ist nämlich so, dass ich auf meinem jetzigen Fernseher, den ich habe, das Super Nintendo irgendwie nicht mehr benutzen kann. Da bräuchte ich irgendeinen bestimmten Adapter dafür. Glaube ich zumindest. Ja. Deswegen habe ich den Fernseher immer noch hier stehen. Ist eh ein gutes altes Teil. Was hast du zu sagen? Bratkartoffeln schmecken lecker. Das finde ich auch. So. Das ist einmal das Yoshi-Auto. Das ist, ja, auch ein recht cooles Gefährt. Können wir mit rumfahren und können dann unsere Reifen ausstrecken, um über diese kleinen Stachelmenschen drüber zu fahren. Das ist ganz praktisch. Aber wir können das jetzt hier ganz entspannt machen, weil wir haben ja alles, ne? Wo, warum die Hektik? Alles sehr schön. So, das einmal eins. Moment, da war noch irgendwas. Genau, das ist so ein kleines... Was ist denn hier gewesen? Hä, war ich hier schon mal? Das ist aber nicht richtig eigentlich. Was ist denn hier? Ach, der Herr hier, genau, hier war der Helikopter. Aber ich habe ja eigentlich alles. Was könnte denn hier noch Tolles sein? Ich weiß es nicht. Ich fliege einfach mal hier hin. Ich muss da übrigens gerade so ein bisschen an... Ach, hier gibt's extra Leben. Moment, das nehmen wir noch mit. Sowas lasse ich mit Sicherheit nicht liegen. Ich muss da gerade an ein tolles Rennspiel denken, was ich in letzter Zeit sehr häufig gespielt habe. Nämlich, wie heißt es? Sonic All-Star Racing Transformed. Ein großartiges Spiel. Kommt sehr nah an Mario Kart ran, wenn ihr mich fragt. Leider kenne ich keine Leute, die das mit mir spielen wollen. Das ist traurig. Aber es ist ein wunderbares Kart-Racing-Spiel. Das ist nur zu empfehlen. Das fällt mir irgendwie gerade auf, weil man sich da auch dauerhaft in ein Flugzeug und dann in ein Auto und dann wieder in ein Flugzeug verwandelt. Auf den Strecken. Weil ich das mit Yoshi gerade auch gemacht habe, musste ich gerade an das Spiel denken. Ein wunderbares Spiel. Ich habe sehr viel Zeit damit verbracht. So, aber das ist unwichtig. Wir sind jetzt in der letzten Burg von Welt 2. Bin mal gespannt. Wie hieß denn der Kerl nochmal? Sah aus wie ein Blumenkohl, aber er heißt nicht so. Nein, er heißt Nebulus. Und das ist Nebulus Schloss. Ja, ja, diese wunderbar mysteriöse Schlossmusik. Ich finde, die Musik passt immer wunderbar zu der ganzen... Okay, hier müssen wir ein bisschen aufpassen. Da einmal nicht zu weit. Okay, das Leben möchte ich gerne haben. Das riskieren wir dann nicht. Da sind nämlich keine roten Münzen. Das sehe ich ja von hier. So. Einmal langsam hier rüber. Okay, alles kein Thema. So, dich verschlucken wir einmal. Und die nehmen wir mit... Okay, ach, das war dieses Level. Genau. Das war, glaube ich... Ah, wenn es das Level ist, was ich denke, dann kommt gleich noch eine nervige Sequenz. So. Das Feuer können wir mal kurz verschießen. Ist, glaube ich, nicht so gut für das Zahnfleisch, wenn wir das die ganze Zeit im Mund behalten. So, die sammeln wir mal so ein. Muss ich den ganzen Weg da jetzt echt nochmal... Ich glaube, ich kann hier rüberspringen, oder? Auf... Ja, ja, das geht. Genau. So, das müssen wir nicht nochmal machen, da sind eh keine roten Münzen mehr. Das habe ich gesehen. So, da aufpassen und einmal durch den Sternring. Passt. Okay. Ich müsste alles haben. Weiter geht's. Ah ja, genau. Das ist das. Ich mag diese Teile nicht. Okay, wobei das, glaube ich, nicht wirklich schwer war. Ich glaube, wir müssen einfach nur einmal im Kreis rumfliegen. So, wobei das eigentlich ein cooles Fortbewegungsmittel ist, ne, wenn man mal genauer darüber nachdenkt. Das ist, glaube ich, ein extra Raum. Ich glaube, da geht es nicht weiter. Das war... Genau, ein kleines Secret. Ich weiß nicht, ob es hier rote Münzen gibt. Ich glaube, kann durchaus sein. Einmal schnell in den Zug gewandelt. Ja. Thomas, die Lokomotive. Oh Gott, diese Serie. Ich habe sie gehasst. Ja, ich habe das damals als Kind auch gesehen und es ist schrecklich. So, nee, das sind keine roten Münzen, das sind normale Münzen. Aber eine Blume gab es hier zumindest. Das war wichtig. Gut, dann... Wer kritzelt da eigentlich über die Wände an? Ich glaube, das war Bowser, ne? Ja, Bowser versucht sich künstlerisch zu betätigen, um damit vielleicht ein bisschen an Geld zu kommen. Das ist ja das Problem, was wir ja immer noch haben. Ja, man muss alles mal ausprobieren. So. Okay, zack, zack. Ich halte immer noch an meiner Theorie fest. Ich meine, ich weiß ja letztendlich, wie es ausgeht, aber ich will euch da ja nicht spoilern. Das ist ja... Es ist ja unglaublich... Es gibt ja unglaubliche Plot-Twists in diesem Spiel hier. Zum Beispiel, dass wir jetzt wieder im Abwasserkanal sind. Damit hätte ja niemand gerechnet. Was? Wie auch immer. So, Moment. Ich glaube, erstmal gehe ich jetzt... Nein, ich gehe erstmal hier unten hin. Da sind nämlich Münzen und auch, glaube ich, ein paar rote Münzen. Ja, eine zumindest. Gut, und dann erstmal nach links. Da geht's, glaube ich, nicht in die richtige Richtung. So, was haben wir denn hier Schönes? Ach ja, genau. Die kann man sehr schön... Ihr seht oben diese Geisterschallgeist, die diese Bomben durch die Gegend transportieren. Die kann man sehr schön verarschen, wenn man eine Stampfbombe benutzt. Dann verlieren sie nämlich diese Rakete und dann ist derjenige, der die Rakete verloren hat, wird dann einfach mal übelst ausgebuht. Seht ihr das? Ich liebe diese Animation. Muss ich das nochmal machen. So.
Oh, du verdammter Versager. Das ist so großartig. Achso, das sind hier Testosteron-Sonnenblumen. Ne? Die sind so ein bisschen zu sehr, weiß ich nicht, motiviert. Die brauche ich nicht. Ich brauche nur die Lachenden. So. So, die haben wir einmal eingesammelt. Hier auch nochmal sind hier nochmal rote Münzen. Ich glaube nicht. Gucken wir zur Sicherheit nochmal. So, das trifft uns nicht. Da ist noch eine rote Münze. Und da sind noch Sterne vor uns. Alles klar. Ja, hier wieder das gleiche Spiel. Blumenvase, Schlüssel. Es ist ja in jeder Burg das gleiche. So, die verarschen wir jetzt nochmal. Ach, das ist so großartig. Und dachte ich mir, nein, ich konnte sie nicht festhalten. Die Eruption war zu stark. Okay, ja, wir haben sie daneben. Wobei, zielen können sie auch nicht mehr wirklich. Das liegt einfach daran, dass sie keine Augen haben. Das sind einfach schwarze Quadrate. Vielleicht haben sie auch 3D-Brillen auf, für das bessere Verständnis, weil dann sehen sie wahrscheinlich erst recht nichts mehr. Okay, hier einmal durch. Wieder zurück. Wir haben den Schlüssel, den brauchen wir nämlich. Ja, genau. Stürzt euch in den Abgrund. Moment, das habe ich noch gar nicht Ach, ist auch eigentlich unwichtig. Das war nur so ein lustiges Käsezeug, in dem man feststecken kann und dann kann man da übelst drin Spaß haben. Ja. Nicht. Okay, dann haben wir hier alles erledigt. Weiter geht's. Na, ich muss sagen, ich komme ja doch eigentlich recht gut voran, auch wenn ich einmal unnötig gestorben bin. Das musste nicht sein. So. Was haben wir denn hier? Ich finde es übelst scheiße, dass McDonald's Currywurst produziert. Ja, da stimme ich zu. Okay. Ja, das ist einfach unwichtig, was sie uns sagen. Er hätte uns einfach nur gesagt, hey Junge, du kannst Eier auf diese lustigen Kordeln da oben schießen. Dann bewegen die sich. Ich meine, das ist ja auch etwas, was man eigentlich selber rausfinden kann, wenn man ein bisschen nachdenkt. Da muss man nicht wirklich nachdenken. Eigentlich kann man dieses Spiel auch wunderbar mit Tunnelblick spielen, weil es ja nicht wirklich Rätsel hat. Wobei, nachher glaube ich schon. So, hier brauchen wir den Schlüssel. Haben wir das auch gelöst. Schön. Gut, wo geht's dir hin? Ah ja, genau. Wo gehen wir jetzt als erstes hin? Erstmal hier oben. Ah, da ist ein Sternkreis. Gut. Sternkreis ist schon mal sehr gut. Und dann hier. Ne, da gehen wir noch nicht rein. Wir gehen erstmal hier. Ah ja, durch diese Tür gehen wir erstmal. Oh, ich werde es bereuen. Wahrscheinlich ist das wieder so eine Kreuztür, oder? Nee, das sind zwei Eiermännchen, die sich hier zurückgezogen haben in die Dunkelkammer und jetzt hier schweinisches Zeugs machen. Das will ich gar nicht weiter vertiefen. Ich gehe wieder. Das will ich gar nicht. Nein, tschüss. Das ist ja unzüchtig. So, okay. Okay, dann gehen wir weiter hier durch. Und ich glaube, so mittlerweile, wie sieht's denn aus? 13 Münzen und 4 von 5 Blumen. Okay, alles klar. Da das Ding nochmal aktiviert. Ich schieße da lieber zweimal drauf. Ich will das nicht riskieren, dass ich da jetzt in den Abgrund falle. Das muss extrem langweilig für euch sein, ne? Dass ich irgendwie so gut wie gar nicht sterbe. Das Spiel ist auch eigentlich nicht wirklich schwer. Deswegen, das dürft ihr euch eigentlich gar nicht wundern. So, was sagst du? Ich sehe ziemlich dumm aus mit meinem Grinsegesicht. Ja, da muss ich dir zustimmen. Okay, alles klar. Nein, er sagt uns, glaube ich, nur, ey, das sind Stacheln und Stacheln sind gefährlich. Ne? Also er sagt uns quasi das, was wir sowieso schon wissen. Ja. Theoretisch braucht man diese Boxen eigentlich nicht angucken. Man lernt alles, es ist alles Learning by Doing in diesem Spiel, so. Da habe ich schon den perfekten Winkel erwischt. Und uns fehlen noch 4 Münzen. Wie war denn das hier? Muss ich hier durch das Rohr, ne? Nee, muss ich wirklich das Teil da oben abschießen? Ah ja, da müsste jetzt... Genau, eine Tür kommt da raus, okay. Wo kriege ich die letzten 4 Münzen her? Waren die wirklich hier? Ja, gut, kann sein. Nein! Wirst du wohl. Unglaublich. Ich glaube, jetzt kann ich schon vergessen, oder? Nein, hau mal ab. Hau mal ab. Geh mal weg. Sind hier noch rote? Hier sind noch rote Münzen. Ah, hier ist ein Sternenring. Oh, sehr schön. Damit wäre das auch schon mal gerettet. Jetzt müssen wir, glaube ich, die richtige Vase finden. Ich in meiner unglaublichen Weisheit habe natürlich sofort die richtige gefunden. Und ich habe alle roten Münzen. Damit haben wir alles. Sehr schön. Das ging ja doch fixer als gedacht. Dann ab durch die Schlüsseltür. Da müssten wir, glaube ich, gleich auch schon beim Boss sein. Das freut mich ja, dass das doch so reibungslos läuft. So, haben wir noch ein paar gelbe Eier, brauchen wir nicht unbedingt. Aber warum auch nicht? Noch ein Sternkreis. Gut, der wäre nicht nötig gewesen. Machen wir nochmal kurz die Inneneinrichtung kaputt. Das ist sowieso irgendwie ein bisschen steril hier mit immer denselben Blumen. Der Inneneinrichter könnte sich mal irgendwie umsehen. Das geht auch besser. So. Ach ja, der Boss war auch komplett harmlos. Irgendwie ist jeder Boss komplett harmlos im Spiel. Oh Yoshi, das Kind bringt Unheil über die Bowser-Familie. Also gib es mir. Ah gut, er hat es wahrscheinlich tatsächlich vorausgesagt, ne? Er weiß, dass Mario irgendwann Unheil bringen wird. Yoshi hat schon ganz geschmeidig die Augen zu. Das ist Sekundenschlaf, passiert halt mal bei so einem langen Abenteuer. Okay. Ja, es ist der Blumentopfgeist. Wobei das doch schon kreativ ist. Das Einzige, was wir hier machen müssen, wir müssen einfach nur den Krug schieben und ihn in den Abgrund schieben. Ja. Vor den blauen Flammen aufpassen. Das ist dann noch ein bisschen gefährlich. Anschießen können wir ihn nicht.
von den blauen Flammen aufpassen, weil die uns dann doch Schaden machen können. Und ich möchte hier ungern jetzt wieder unnötig Schaden bekommen. So. Das müssen wir leider sehr grausam sein und die Shy Guys in den Abgrund schieben. Aber ja, das haben sie sich so ausgesucht. Also, ja, jetzt könnte es vielleicht sogar schon hinhauen. Ja, einer wird schon runterfallen, der zweite auch. Jetzt kann ihn niemand mehr schieben. Und das war's dann auch schon, ne? Ja, simple Sache. Nein, hör auf. Tschüss. Du darfst dann mal explodieren gehen. Hui. Hui. Vielleicht haben sie auch Silvesterfeuerwerk gegessen, ne? Vorher. Macht mein Hund übrigens auch immer. Der isst auch immer Silvesterböller, wenn er sie findet. Damit haben wir jetzt zwei geschafft. Ich bin unglaublich stolz auf mich, nicht? Doch. Nein, eigentlich nicht. Mir fehlen ja noch... Ich habe ja noch kein Perfect, fällt mir gerade auf. Mir fehlt ja noch... Genau, da fehlen mir noch die 100 Punkte. Gut, das kann ich ja offscreen erledigen. Das hatte ich ja sowieso noch vor. Wird dann auch erledigt. Und dann geht's ab nach Welt 3. Gut, ach so, die Sequenz dürfen wir natürlich nicht auslassen. Yoshi ist hier übelst am Rambon. Muss natürlich den Turm auch nochmal in die Luft sprengen. Ist natürlich schön, dass er mal seinen C4-Sprengstoff immer passend dabei hat. Für solche Situationen ist es natürlich schon praktisch. Yay! So. Bald ist die ganze Insel nicht mehr bewohnbar, wenn wir so weitermachen. Aber das ist ja dann nicht mehr unser Problem. Okay, liebe Leute. Ich würde sagen, wir sehen uns im nächsten Part wieder. Dann gucken wir uns Welt 3 an. Und ja. Das ist, glaube ich, dann mehr so die Dschungelwelt gewesen. Irgendwie so war das. Okay, bis zum nächsten Part. Thank you.